herzlich willkommen beim Motorradmagazin aus Portimao, wo es nicht ganz so schön ist, wie ihr seht. Ich glaube, in Kürze wird es wieder regnen. Wir fuhren heute die mir sehr bekannte CBR 600 Doppel-R und die Fireblade. Ich sage einfach Fireblade, weil diese ganzen Rs kann ich mir nicht mehr merken. Man hat gemerkt, wie der große Unterschied ist zwischen einer 600er und einer 1000er. Und zwar so arg wie noch nie. Aber das lag auch daran, dass mit der 600er größtenteils nass war und mit der Fireblade größtenteils trocken. Wir hatten alles dabei, Regenreifen in der Früh, bei Regen, dann bei Nässe und dann leider auch bei Trockenheit. Das ist überhaupt das Schlimmste. Und schlimm war dann auch die Nässe mit den Slicks. Aber was heute alles passiert ist und was an diesen beiden Motorrädern neu ist, das erzähle ich euch gleich. Willkommen zurück. Es schaut sehr giftig aus. Ich muss mich auch sputen, weil die wollen mir die Motorräder wieder entreißen. Aber ich fange gleich einmal an mit der Doppel-R, mit der 600er, die zurückgekehrt ist nach 2017. Man hat sie eingestellt durch die strengeren Abgasnormen einerseits, aber auch durch die Verkaufszahlen, die damals dann halt schon ziemlich im Keller waren. Aber man hat dann in anderen Märkten sie wieder eingeführt und gemerkt, dass die Nachfrage wieder groß ist, sage ich mal, und dass man einfach so ein bisschen einen großen Sprung hat von der CBR 650 bis zur Fireblade. Und jetzt hat man die jetzt 121 PS starke Doppel-R wieder zurückgeholt mit dem rein 4er 14.250 Umdrehungen sind dazu notwendig. Das Ganze bei 193 Kilo, das waren schon mal weniger. 185 Kilo haben wir mal gewogen, voll getankt. Das ist also absolut amtlich. Jetzt sind es natürlich mehr, weil vor allem sehr viel Elektronik dazugekommen ist. Erfreulich ist, dass sie natürlich fast so aussieht wie die Fireblade. Hier in der Tricolor-Lackierung. Es gibt da noch so ein Matt-Schwarz mit diesem Element in glänzend schwarz, und das ist ganz komisch, es regnet übrigens, ist sehr erfreulich. Der Radstand ist ein bisschen geschrumpft um 5 mm, ich glaube, das kann ich abbrechen. So, hier bin ich wieder. Wo waren wir? Ich glaube beim Radstand. Minus 5 mm, 820 mm Sitz. So, haue ich mich einmal rein, dass ich gleich auch den direkten Umstieg und den Vergleich mit der Fireblade habe. Die wurde ja in der Ergonomie etwas verändert. Den Arbeitsplatz, den kenne ich gut. Ich hatte drei Doppel-Rs, eine Tricolor, dann die Movistar oder was umgekehrt und dann eben diese leichte mit 185 PS. Das war auch eine Art Tricolor, allerdings nicht mit diesem schönen Blau. Und deshalb fühle ich mich hier wohl, und man merkt auch, dass bei den 600ern jetzt nicht so viel weitergegangen ist dann in den letzten 10 Jahren, 10 plus Jahren, wie bei den 1000ern. Vor allem bei der Literleistung, da lagen wir ja schon eben bei 120, 125 PS, jetzt eben bei 121. Die 1000er mussten da eigentlich noch was aufholen. Was die 600er jetzt aufgeholt haben, oder in dem Fall eben die Doppel-R, das ist natürlich das Aufrüsten mit der Elektronik. Wir haben hier ein volles Elektronikpaket hier drauf. Schauen wir mal ganz kurz nur ins Cockpit rein, wie das zu steuern ist. Das ist alles sehr übersichtlich, sehr reduziert. Schauen wir uns schnell einmal an das Cockpit der CBR 600 RR. Schauen wir, ob ich mich gleich zurechtfinde. Ich drehe das jetzt zum ersten Mal auf. Aha, und da haben wir schon unten sehr übersichtlich Power-Modus, Traction Control, Wheelie Control und Motorbremse.
Dann kann ich wahrscheinlich hier die Modi einfach wechseln. Aha, okay, hier kann ich jetzt einmal springen und da kann ich in die Modi, so. Und hier sehen wir schon User 1, 2 und dann die Voreinstellungen, Modus 1, 2, 3. Ab Werk eben, da sehen wir gleich, wie sich alles ändert. Schaut sehr simpel aus, aber ich finde, das gehört auch auf so einem Supersportler, den wahrscheinlich mittlerweile sehr viele auf einer Rennstrecke ausschließlich nur mehr bewegen. Da vorne habe ich noch, kann ich Laptimer irgendwie einschalten, tut sich jetzt aber nichts. Also das ist jetzt nicht selbsterklärend. So, und was ich mittlerweile auch herausgefunden habe, wie man ins Hauptmenü kommt, nämlich Mode und hier beim Select-Button nach oben. Und dann kommt man ins Hauptmenü, da kann man zum Beispiel den Quickshifter verstellen oder abstellen. Da kann man auch, glaube ich, genau, da kann man zum Beispiel auch den Laptimer hier, den man selber auslösen muss, aktivieren und solche Dinge. Und was wir auch sehen dann, wie ich wieder rauskomme, das weiß ich jetzt nicht genau. Also von der Steuerung muss man auch eins sagen, und das gilt auch für die Fireblade, fürs Menü. Es ist nicht ganz so selbsterklärend und durchsichtig wie bei anderen Herstellern. Ich weiß nicht, was der Honda macht, weil Japan ja immer ein Elektronikvorreiter war. Und was aber die Funktion betrifft oder wie gesagt, die intuitive Steuerung, das, da haben sie ganz eigene Ideen. Das ist echt ein bisschen seltsam. Aber wie gesagt, was die Fahrmodi betrifft und hier die einzelnen Fahrhilfen, da geht das eigentlich ziemlich leicht von der Hand. Man kann die drei voreingestellten Modi übrigens nicht dann separat verstellen, sondern nur in diesen Rider-Mode sozusagen. Da kann ich mir dann aussuchen, ich möchte volle Leistung, aber auch volle Traktionskontrolle oder quasi keine, die geringste Stufe, aber auch geringe Leistung und so weiter. Da kann ich dann alles kombinieren, das geht eben mit diesen voreingestellten Modis nicht. Und das Schöne ist, dass die Elektronik natürlich auch auf höchstem Niveau hier operiert. Ich habe das selbst im Regen mit den Regenreifen, beim harten Anbremsen, beim Rausbeschleunigen nicht gemerkt, wenn hier geregelt wird. Ich habe das auch aus dem Augenwinkel nicht beobachtet. Ich weiß gar nicht, was hier blinkt oder nicht blinkt, weil ich mich wohlgefühlt habe. Ich konnte wirklich machen, was ich wollte. Ich konnte immer wieder mehr ans Limit gehen, war übrigens das erste Mal mit Regenreifen, weil immer wenn ich auf der Rennstrecke war und es hat geregnet, hat so stark geregnet, dass man nicht fahren konnte. Also gar nicht, auch nicht mit Regenreifen. Und heute war es so, da war es eben meistens nur nass, hat aber nicht geregnet und deshalb konnten wir fahren. Im letzten Turn dann eben auch im Trockenen und das war auch kein Spaß. Das war dermaßen weich und das Fahrzeug hat so viel Bewegung schon gemacht, auch beim harten Anbremsen. Einmal bin ich dann weit gegangen hier beim U-Hagerl, das bergab geht, also das ist eine richtig harte Bremszone. Und ich habe mir gedacht, okay, ich kann jetzt nicht einlenken, das Motorrad macht zu viel, ich muss geradeaus fahren und muss das ausrollen lassen. Und war dann schon am Zweifeln, ob ich den Turn nicht abbreche, aber ich habe es dann durchgezogen und es hat zum Glück funktioniert und es ist alles gut gegangen. Aber das liegt eben auch an dieser guten Elektronik. Was man natürlich machen musste, war die Euro 5 Norm oder Euro 5 Plus schon zu erfüllen und, das war wirklich, sind immer interessante Sachen, finde ich, aus der Entwicklung, man hatte 50 Auspuffprototypen, die man hier entwickelt hat. Drei kamen dann in die Endtestphase und dann eben kommt eine hier hinten unter den Sozius, also auch das ein bisschen oldschool. Der hochliegende Endtopf finde ich großartig, ist auch gewichtsmäßig, mein Gott, ich glaube, zu vernachlässigen. Mir taugt das, klingt auch gut und das Schöne ist, wenn hier die 600 unterwegs sind auf der Rennstrecke, kann man sich noch vernünftig unterhalten in der Boxengasse. Das geht mit der Fireblade nicht mehr, 96 dB Standgeräusch und wenn die da vorbei pfeift mit 30, 40 km/h plus, da ist echt was los und da können keine Gespräche mehr geführt werden. 41 mm Big Pistengabel, voll verstellbar und da gibt es Unterschiede. Ich habe vorne 120 mm Federweg, hinten 128 und in den Klicks gibt es Unterschiede. Da habe ich zum Beispiel bei der Vorspannung 15 Klicks vorne bei der Gabel, hinten 10, vorne bei der Zugstufe 5,5 und hinten 3 und bei der Druckstufe habe ich vorne 7 und hinten 32 Klicks. Also das sind hier andere
Schritte, die man einfach setzen muss, wenn man das Fahrwerk einstellt. Bei uns wurde hier heute nichts adaptiert. Bei der Fireblade haben wir verschiedene Settings getestet mit dem neuen Öhlins-Fahrwerk, das wir uns gleich anschauen werden. Hier blieb halt alles Standard und das war auch okay. Wir konnten sie ja nicht voll fahren, auch nicht dann im Trockenen, weil so schnell konnten die Reifen auch nicht gewechselt werden. Aber es war alles okay. Man sieht einfach, was das für eine feine Klinge ist im Vergleich zur Feuerklinge, dass man dann doch noch ein bisschen schärfer in den Radius stechen kann, dass man echt Vorteile hat gegenüber von jemandem, der dann die Tausender fährt in gewissen Situationen, in gewissen Abschnitten. Und es ist einfach viel leichter zu fahren. Also ich glaube auch, dass, und das habe ich immer schon gesagt, dass nicht so einfach zu fahren ist wie diese 600er Honda von den Supersportlern. Das passt einfach alles. Es gibt hier kaum eine Gewöhnungsphase. Es ist sehr freundlich eingestellt, muss ich sagen. Also wenn ich das Ding jetzt am Ring bewegen würde, würde ich schon einiges ändern, würde ich es viel steiler stellen und so. Aber so für ja, den Tag am Ring einmal, den Ausflug, ist es ein richtig, richtig, richtig gutes Ding. Jetzt eben mit Race ABS, dann natürlich Traktionskontrolle, neunfach hier auch Wheelie Control, Launch Control, ein Quickshifter, der sehr gut funktioniert. Rear Lift Control ist auch noch dabei beim ABS, dann eben diese 3 Fahrmodi plus 2 User Modi. Lenkungsdämpfer ist noch dabei und das 5 Zoll DFT Display. Also eine sehr, sehr gute Ausstattung für den Preis, die Preise sind jetzt hier unten dabei. Dann gibt es im Motor halt auch noch ein paar Änderungen. 100 Gramm hat man sich hier teilweise gespart bei der Nockenwelle. Die Übersetzung ist ein bisschen geändert. Wir haben hier auch nochmal eine andere Übersetzung, auch nochmal eine kürzere. Wir haben auch andere Bremsbeläge aus dem HRC-Sortiment. Dementsprechend besser hat das auch gebremst. Ich kann jetzt also zur Serienbremsleistung leider nichts sagen, aber ich weiß nicht, ob die Straßen legal sind, aber es zahlt sich dann sicher aus, das aufzurüsten. Power-Modi haben wir 5, Engine Brake 3 Stufen bei der Wheelie Control eben auch. Also das sind schon große Zugewinne hier im Vergleich eben zur alten Generation. Da hat man einfach auch gesehen, was sich hier jetzt in 7 Jahren getan hat und ohne die Elektronik wird das einfach in der Weise nicht funktionieren. Und ich bin mir auch sicher, dass es heute wesentlich mehr Stürze gegeben hat. Ich glaube, 2 hat es gegeben. Es gab mal eine Präsentation mit der 600er Doppel-R, da ist jedes Fahrzeug gestürzt worden. Also, das ist unglaublich. Und das war eben noch vor der elektronischen Zeit. Die Winglets, muss man auch noch ansprechen, die haben hier nicht unbedingt die Funktion wie bei der Fireblade. Die sorgen nicht für so viel Abtrieb. Die sorgen eher für Stabilität beim Bremsen. Die sind ja auch ein bisschen beweglich hier in der Verkleidung. Also nicht ganz so stabil und vor allem nicht ganz so ausladend wie bei der Fireblade. Also, ich sage einmal, das hat vielleicht auch ein bisschen optische Gründe. Und die Aerodynamik, die wurde hier auch nochmal verfeinert. Der Windschild steht ja eigentlich ziemlich steil. Trotzdem kann man sich schön reinducken. Und diese Turbulenzen und dieser Wind, der hier reinkommt und hier rauskommt, der wird eben schön auch um den Fahrer geleitet. Man hat einfach ein sehr gutes Gefühl hier. Trotzdem wir eben nicht Fullspeed fahren konnten. Aber ich glaube, im letzten Turn war ich schon, ich glaube, da bin ich schon 240, 250, 250 gefahren, glaube ich. Also viel schneller, ja. Ein bisschen schneller wird es wahrscheinlich dann noch gehen, wenn es wirklich trocken ist und wir auch auf diesem Fahrzeug Slicks gehabt hätten. Auf jeden Fall, leicht merkt man, dass es ein älteres Bike ist als jetzt zum Beispiel die Fireblade. Also es fühlt sich einfach so an wie das, was ich noch gefahren bin vor vielen Jahren. Das kommt natürlich durch, aber durch die Elektronik kriegt das natürlich einen ganz anderen Anstrich. Und man kann bei viel schwierigeren Verhältnissen noch ganz sicher und relativ flott unterwegs sein. Das ist dieser große Zugewinn. Bei der Leistung gibt es ja keinen. Also das geht einfach nicht besser als damals. Da ist man einfach schon angestanden. Es ist natürlich noch ein bisschen mehr durch ein paar Maßnahmen. Aber im Grunde mit dieser Abgasnormen, Emissionsnormen lasse ich nicht viel machen. Aber die Elektronik hebt das einfach auf ein Level, was mir total taugt. Aber es ist keine Frage, wenn man auf die Fireblade umsteigt. Das ist mir noch nie so arg vorgekommen wie heute. Und die schauen wir uns jetzt an. Da ist nämlich auch einiges passiert, mehr als man auf den ersten Blick vermuten würde. 10 more minutes? 10 minutes. Let's say 7. Okay. 7, it's just this bike and then I'm ready. Okay, cool. All right. Yep. Und da ist die Feuerklinge. Und die ist halt marschiert, das war unfassbar. Aber das
kam dadurch, dass erstens einmal das eine 600er ist und 96 PS weniger hat und zweitens, dass natürlich das meiste eben im Regen passierte und hier dann im Trockenen, das war unglaublich. Ich bin ja die Tausender mittlerweile auch gewohnt, aber so wie heute, ist man fast davon gefahren. Also ich habe mich echt festhalten müssen. Aber gut, 217 PS, 201 Kilogramm, 830 mm übrigens der Sitz, ein bisschen höher. Man sitzt eben anders drauf, der Lenker ein bisschen höher und die Griffe etwas näher zusammen. Schade, ich habe es heute nicht ausreizen können, aber das hat mir immer getaugt bei der Fireblade, dass das eben so ein gekrümmter Lenker war und ein bisschen breiterer war, da bin ich gut mit dem Ellbogen runtergekommen. Das war halt schon ein bisschen schwieriger. Dafür sitzt man natürlich jetzt entspannter oben. Ich muss jetzt auf der Rennstrecke nicht unbedingt entspannt sein, würde auf der Straße jetzt auch nicht allzu viel damit fahren, weil das wird ja auch bei uns immer haglicher jetzt mit den Beschlagnahmen und dem ganzen Schwachsinn. Also das kann man wirklich, wenn dann, nur auf der Rennstrecke ausfahren. Und das Ding ist da auf der Startziel gleich 30 km/h schneller gewesen, 30 und 40 km/h. Man hat sich so festhalten müssen, auch daraus gleich 40 km/h schneller, da ist der Wind reingefahren von der Seite. Da hat John McGuinness sogar geschaut, der ist da gerade, der geht da gleich vorbei. Ich glaube über 100 Isle of Man TT-Rennen ist der Mann gefahren, unfassbar. Also ein paar Rennfahrer hat es auch vorbeigerissen an mir, trotz 217 PS. Man muss halt dann doch noch sehr schnell, sehr spät bremsen, sehr schnell in die Kurve fahren und sehr schnell rausfahren. Hier einige Änderungen am Motor, Zylinderkopfverdichtung, Ventilsteuerung, Ventilfedern. Kurbelwelle und Pleuel sind leichter. Beim Motor hat man fast 600 Gramm eingespart. Die Leistungskurve hat sich verbessert. Kürzere Übersetzung. Hier auch, glaube ich, nochmal eine kürzere Übersetzung für die Rennstrecke. Und dann gibt es diesen zweiten Stellmotor für das Throttle by Wire. Und das ist ganz wesentlich, weil das sorgt für die bessere Dosierbarkeit, das sorgt auch für eine höhere Motorbremswirkung. Es werden die Drosselklappen 1 und 2 und dann 3 und 4 separat bedient. Und das merkt man, wenn man in die Kurve, in eine Kurve fährt und dann heraus beschleunigt leicht, dann kriegt das einen ganz eigenen Klang. Das klingt so geil, fast wie ein Traktor. Oder es erinnert eh so ein bisschen an einen V4. Also da habe ich einfach ein bisschen eine erhöhte Motorbremswirkung und dann habe ich auch ein viel weicheres Ansprechverhalten raus. Das heißt, ich kann einfach schöner anlegen und aus der Kurve wieder raus beschleunigen. Und das ist auch wichtig. Also bei dieser Motorleistung ist die Dosierbarkeit der Leistung natürlich alles, weil sonst kann ich es einfach nicht richtig umsetzen. Und das soll ja trotzdem auch fahrbar bleiben für weniger erfahrene Leute. Und das hat man auch dadurch geschafft. Und auf der anderen Seite hilft es natürlich auch einem Rennfahrer vielleicht noch schneller zu werden. Neu fürs ABS Race-Modus, das heißt, wir haben jetzt hier drei ABS-Modi. Ich glaube, dass ich den Race-Modus heute gar nicht probiert habe, weil die Verhältnisse so ein bisschen schwierig waren. Das ist dann ohne Rear Lift, das heißt, da kannst du dich hinten auch aufstellen. Und genau das war auch ein Grund, warum ich das nicht probiert habe. Die Fußrasten sind ein bisschen tiefer, also da hat man einfach geschaut, dass das dann doch ein bisschen bequemer wird. Ich bräuchte es jetzt nicht, okay. Und der Rahmen, der ist interessanterweise etwas sozusagen weicher und Anführungszeichen geworden, der bietet jetzt mehr Flex, weil wenn das alles zu steif ist, das haben wir auch gelernt, das geht auf die Traktion, das geht dann auch natürlich auf den Komfort. Und da hat man einfach versucht, durch zahlreiche Veränderungen, da gibt es ganz viele verschiedene Rahmen, Dicken hier, die hier verwendet werden, damit das Ganze sich quasi im richtigen Bereich auch bewegt und einfach das Motorrad agiler macht. Und die Aerodynamik hier mit den Winglets, da hat man auch was verändert und zwar soll das jetzt bei gleichem Abtrieb ein leichteres Einlenkverhalten erzeugen, ich glaube 10%. Das heißt, dass man sich nicht so schwer tut, wenn man schnell hier in die Kurven reinsticht, sondern dass es leichter geht und trotzdem den gleichen Anpressdruck vorne haben. Ja, und mit dieser Motorbremse, ja, da muss man schauen, ein Rennfahrer, der heute da ist, der Fabian Fauré, hat auch gesagt, er hat es dann erst gemerkt, wie er die alte direkt gefahren ist, eine alte Fireblade, die konnten wir leider nicht fahren, was sich hier tatsächlich verändert hat. Das heißt, diesen direkten Vergleich hatten wir nicht. Also für mich ist es alles auch wieder bekannt, fühlt sich alles ähnlich an. Bisschen mehr Sprit, 16,5 Liter, 10 Liter haben wir ungefähr gebraucht, hier 9,5, hier 10,5 und jetzt muss ich eh schon wieder aufhören. Die Einlassventile haben eine neue Form. Der Agrapovic hat einen Liter mehr, weil er ein bisschen leiser sein soll, aber sie hat immer noch 96 dB Standgeräusch. Und die Traktionskontrolle, die misst jetzt nicht nur den Slip, sondern die misst auch die Geschwindigkeit der
des Rutschers, den man hat, sozusagen des Slips, und greift dementsprechend ein. Ja, und dann haben wir noch dieses Öhlins-Fahrwerk, da blende ich jetzt auch kurz was ein, das schaut euch jetzt kurz an. Da haben wir jetzt eine schöne Übersicht über dieses neue Öhlins-Fahrwerk, das Semiaktive mit der Smart EC3-Steuerung. Da gibt es eben diese drei Riding Modes, Track, Sport und Rain. Da auch eine schöne Tabelle. Es gibt 5 Power Modi. Bei der Engine Brake gibt es 3 Levels, muss man ja sagen, Stufen, Wheelie Control, Traktionskontrolle 8-stufig. Und das Wesentliche ist aber hier der Unterschied zwischen manuellem und automatischen Modus. Bei der Automatik eben diese 3 Modi, Track, Sport und Rain. Und beim manuellen Modus kann ich in 5% Intervallen von 0 bis 100 vorne und hinten jeweils die Zug- und Druckstufe verstellen. Da sehen wir auch hier wieder, gibt es dann Grundeinstellungen. Wer das Super Duke Video angeschaut hat, der hat das auch gesehen. Das geht auch bei der Super Duke eben in diesen 5% Schritten. Da habe ich zum Beispiel die Vorspannung hinten auf 80% gestellt und die Grundeinstellung war 35%, also eine deutliche Veränderung, und ich bin dann auch wesentlich besser mit dem Motorrad zurechtgekommen. Und das sehen wir einfach hier, wie umfangreich diese Einstellmöglichkeiten sind. Also da sollte man sich schon Zeit nehmen, um sich damit zu beschäftigen, um das richtige Setup für sich zu finden. Und damit sind wir durch. Ich muss mich schon wieder schleichen, es regnet schon wieder, es tut mir leid, es scheißt uns heute im wahrsten Sinne des Wortes rein. Abonniert den Kanal, abonniert unser Heft, lest unser Heft, bestellt Ausgaben, lest das online, lest einzelne Berichte, und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video dabei, wo es hoffentlich wieder trocken ist. Ciao aus Portimao. Okay.